So, ich schreibe jetzt. Ich bin jetzt ein bisschen mad, okay? So, ich habe jetzt meine Bio überarbeitet, so dass es für Roblox entsprechend passt, ja. Ich spiele Roblox, nichts anderes als Roblox. Bitte bleibt bei Roblox, nur Roblox. So, okay, alles klar. Ja, was läuft? Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Roblox-Video und Danja, herzlich willkommen zu Ben. Hallo, hi Ben. Ich weiß nicht, ich dachte, du heißt Khan. Ja, ich bin auch Khan, aber wir spielen heute ein Spiel, was ich, also, es ist eine Art Piggy-Spiel, Leute. Wir sind hier bei Talking Ben, kennt ihr vielleicht noch, also momentan ist Ben wieder ganz bekannt, muss ich sagen, warum auch immer. Ich kenne Ben. Und das ist schon schade genug. Das ist ein Spiel wie Piggy, wir müssen hier vor Ben entkommen. Ben verfolgt uns, zum Beispiel hier, du bist doch eigentlich ganz freundlich und gehst einfach nur ans Telefon. Und es ist 1:1 ein Piggy-Spiel, Danja. Okay. Oh, okay, da ist Ben. Oh, okay, also es ist ja auch so genau. Mit so Aufgaben und so. Wahuhuhu. Ja, korrekt. Es ist ein bisschen, also wenn ich das mit Piggy vergleiche jetzt, Leute, also es ist ein bisschen farbenfroher. Meinst du? Also es sieht nicht so düster aus. Ben, hallo. Grüß dich. Ich wollte dich doch nur streicheln. Man soll keine fremden Hunde streicheln, Khan. Ja, aber der sieht eigentlich so süß aus, aber der ist gerade voll böse. Du findest, der sieht süß aus? Was hast du denn für eine komische Definition von, der sieht süß aus? I think he is cute. Okay. Das ist eine ganz, ganz komische, also wirklich, Khan, ganz, ganz seltsam. Können wir jetzt bitte einfach entkommen? Ja, ich würde auch gerne entkommen. Aber ich finde hier gar nichts zum Entkommen. Ich muss ja hier auch irgendwie so Items finden. Ah! Mist, okay. Oh Gott, wie der aussieht, wenn der einen erwischt. Habe ich noch nicht gesehen. Ich kann es nicht empfehlen. Wo sind denn hier die ganzen Schlüssel? Du hast die doch gerade in der Hand. Hallo. Du hast doch einen Schlüssel in der Hand. Ja, aber die Farbe passt nicht. Hast du... Hallo, Ben. Please leave me alone. Also ich kann nur empfehlen, dich nicht erwischen zu lassen, weil der sieht wirklich echt gruselig aus. Oh, falscher Schlüssel. Wo sind denn? Guck, hier ist auch das Telefon von Ben. Hä, was ist denn tot? Das? Aber ich kenne das nicht. Kennst du nicht diese App? Talking Tom und so? Nee. Soll ich mir das mal runterladen? Würde ich nicht. Also es gab auch, also ich weiß auch nicht, ob das wahr ist, aber es hieß so, ja, diese App überprüft dich. Also hört mit. Leute, ich muss euch eins sagen, also fast jede App oder so hört mit. Das wollte ich auch gerade sagen. Also... Nur mal so. Das ist tatsächlich so ziemlich jede App. Also wenn man sie nicht richtig schließt, dann auf jeden Fall. Ja. Und ansonsten glaube ich irgendwie trotzdem auch. Oh, guck mal, ich bin im Garten. Guck mal, hier ist ein blauer Schlüssel. Okay. Sollte ich vielleicht mitnehmen? Dankeschön. So, wo geht's jetzt zum blauen Schlüssel? Oder zum blauen Schloss? Ich glaube, das war hier. Ben, hallo, bist du noch da? Ah, hier ist das Blau, oder? Nein, lila. Oh, du hast doch lila. Perfekt. So, und danach? Ich sehe rot. Haben wir hier ein rotes Schloss, Danja? Ja, hilf mir doch mal. Eine Tür ist doch ein rotes Schloss. Ja, hier. Ja. Okay, hier ist dann... Also... Der... Weiße Schlüssel? Also Ben ist ein Professor, ein Chemieprofessor im Ruhestand. Nein, nein. Doch. Steht hier bei Talking Ben und dann ist hier die Beschreibung und dass der im Ruhestand ist, ein Chemieprofessor, also aber trotzdem halt ein Hund. Jetzt ernsthaft? Ja, und der isst gerne und liest Zeitung und dann muss ja, ihn stimmt. Nerven, stimmt eigentlich. Bis er seine Zeitung zusammenfaltet und dann kann man mit ihm reden. Und wenn man es schafft, dann ist er... Danja, ja, aber haben wir... Bist du schon tot eigentlich? Ja, ich bin schon lange tot. Ach so, okay. was denkst du denn, warum du mich nicht siehst dort? Ja, ich dachte, du spielst so schlecht wie immer. Ach so. Also bei mir sieht es eigentlich gerade gar nicht so schlecht aus. Wo ist denn... Oh, Ben, hallo. Grüß dich. Suchst du das gelbe Schloss? Habe ich schon, aber ich brauche jetzt die Zange.
Die habe ich nicht gesehen. Ich habe kein einziges Item gefunden in der Zeit, in der ich gespielt habe. Doch, ich habe schon was gefunden, aber wer hat denn jetzt die Zange? Hallo! Ihr seid auch nicht mehr so viele. Ihr seid, glaube ich, noch zu dritt. Ja, aber ich finde die Zange nicht. Oh, ist das... Ich glaube an dich, Kahn. Ich habe den Hammer, aber... Der Hammer bringt mir nichts. Och, Mann, Leute! Der ver... Oh, ich dachte schon... Ich dachte schon, er wollte mich verfolgen. Ich kriege hier gleich zu viel. Ben, lass mich doch einfach in Ruhe! Ah, da. Perfekt. Nein! Oh, war das knapp. Das war wirklich knapp. Ich verfolge dich gerade, also ich guck dir zu. Ich habe gerade richtig mitgebibbert. Das war ja richtig ein Knäppchen. Das war wirklich knapp, Kahn. Ich hab's geschafft. Ich bin vor Ben entkommen. Yes! Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay, sehr gut. Ich hab's geschafft. Amazing. Bin ich der Einzige, der überlebt hat? Ja, anscheinend. Wow. Ja, du bist der Einzige. Okay, machen wir Part 2 Radio Station. Okay, die anderen möchten anscheinend Part 3 spielen. Och nö. Okay. Ah, das ist jetzt Kapitel 3, ne? Ja. Guck, hier ist Angela. Oh Gott. Das sind die anderen Charaktere. Ich liebe ja Katzen, aber warum sehen die denn so aus? Ja, die sind nicht ganz nett. Ich merke so, Danja, schon. Let's go. Wir kennen das Spiel und wir wollen entkommen. Wir kennen das Spiel? Wir kennen das Spiel überhaupt nicht. Wir haben gar keine Ahnung. Ja, aber wir wissen ja, was wir hier machen müssen. Ja, ich bin noch nicht so gut darin, diese Sachen zu finden. Ja, du hast ja jetzt schon was gefunden. Versteckenspiel. Guck mal, ich hab Ben erwischt. Hallo, Ben. Hast du ihn gestunt? Ja. Sehr gut. Blauer Schlüssel. Wo ist der blaue Schlüssel, Leute? Kannst du ihn bitte nochmal stunnen? Ja, warte. Der hat mich hier gerade eingesperrt. Ah! Sorry. Warte, komm hier. Jetzt. Danke. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Danke. Danja, wir brauchen aber die ganzen Schlüssel. Wo sind die denn? Ich habe keine Ahnung. Ich suche ja schon. Sonst erwischt uns Ben gleich wieder. Ich finde auch überhaupt nicht einfach. Gar nicht. Ja, hier drin muss bestimmt was sein. Okay, hier ist rot. Schlüssel. Ich habe den roten Schlüssel. Rotes Schloss ist aber... Ich glaube, rotes Schloss ist schon auf. Na toll. Und wo war das rote Schloss? Vielleicht war das das rote Schloss. Hm. Und wurde gewechselt. Ja, das kann natürlich sein. Also der Schlüssel. Dann hat irgendein anderer Dude jetzt das dämliche Dingsbums. Gedönse. Ah, warte, hier ist ein Schraubenzieher. Ah, warte, hier ist noch ein blauer Schlüssel. Haben wir irgendwo blau? Ja, hier vorne. Okay, ich komme. Komm raus, hier in die Mitte. Ich weiß nicht, ist Ben eigentlich ein Computer oder ist Ben ein Spieler? Ja, genau, eine künstliche Intelligenz. Pff, der ist ja aber ganz schön künstlich intelligent dafür, muss ich sagen. Der ist schon ein bisschen schlauer als Piggy. Auf jeden Fall. Okay, ich habe hier das blaue Schloss geöffnet. Perfekt. Ich habe hier jetzt einen gelben Schlüssel. Ja, gelb ist hier auch und ich habe noch pink, aber da brauchen wir dann gleich noch lila. Wo ist denn gelb? Ist wahrscheinlich, gelb ist hier hinten, da bei Experimente. Wo? Hier. Wo? Hä? Ach, da. Ja, okay. I'm on my way. Okay, hier ist ein grüner Schlüssel. Okay. Ja, ich habe auch lila. Lila brauchen wir auch. Ja. Grün hast du auch. Ist für Lab 1. Lab. Hier auf der linken Seite. Oh Mann! Was? Hier steht gerade. Bei mir steht gerade, ich habe hier mit dem gleichen Gerät das auch gestartet, aber ich bin doch nur am Computer eingeloggt. Was ist denn los mit Roblox momentan? Bist du rausgeflogen? Ja, ich bin rausgeflogen. Alter. Ach dann, ja. Warte, ich versuche noch mal reinzukommen. Ja, mach das. Ja, wir haben technische Schwierigkeiten. Bitte versuch's später. Ja, wie immer. Es ist Ben. Ich bin gesperrt. Wie, du bist gesperrt?
Jetzt ernsthaft? Ja. Kommst du nicht mehr rein? Bei Roblox oder beim Spiel? Unsere Inhaltsmoderation hat festgestellt, dass dein Verhalten auf Roblox gegen unsere Nutzungsbedingungen verstoßen hat. Nein. Warte. Wenn du Roblox benutzt, darfst du nicht auf externe Webseiten verlinken. Außer YouTube, Facebook, Discord, Twitter und Twitch. So, und bei mir steht, bin Daniel und hänge auf YouTube. Dann da mein YouTube-Name, kein Link oder so, sondern nur mein YouTube-Name. Dort gibt es täglich Roblox-Content von mir in meinen Lieblings-Serien-Kan. Aber YouTube steht doch hier oben. Danja, meinst du, Ben ist dran schuld? Ich weiß es nicht. Wollt ihr mich rollen? Hä? Okay, ich muss jetzt hier den Nutzungsbedingungen zustimmen. Hä? Was geht denn mit denen ab? Haben die mich direkt erstmal gesperrt hier? Wer weiß, vielleicht werde ich gleich auch gekickt. Wer weiß. So, ich schreibe jetzt. Ich bin jetzt ein bisschen mad. Ich bin jetzt ein bisschen mad, okay? Mach das. Darfst du ja auch ruhig. So, ich habe jetzt meine Bio überarbeitet, so dass es für Roblox entsprechend passt, ja. Ich spiele Roblox, nichts anderes als Roblox. Bitte bleib bei Roblox, nur Roblox. So, okay, alles klar. Also, Kahn, falls du zufällig in deiner Bio stehen haben solltest, irgendwas mit YouTube, dann solltest du das vielleicht da rausnehmen. Außer du möchtest auch gesperrt. Okay, guck mal gleich. Wow, jetzt kannst du dieses Video hochladen mit dem Titel, Danja wird bei Roblox gesperrt. Ja, cool, finde ich gut. Ja, eigentlich wollte ich das mit Ben machen, aber gut, jetzt... Ja. Ja, siehst du? Okay, ich bin jetzt nochmal drin. Ich glaube, wir sind sogar im gleichen Spiel wieder. Ich darf wieder mitspielen. Wie musstest du jetzt einfach nur deine Bio ändern? Ich musste meine Bio ändern und die... Also, die hatten meine Bio gelöscht und ich musste den Nutzungsbedingungen nochmal neu zustimmen. Aber das Ding ist, ich habe ja gegen gar nichts verstoßen. Ich habe gar nichts falsch gemacht. Anzeige ist raus. Anzeige ist raus. Aber ja, falls du da irgendwie YouTube drin stehen hast, dann... Schreibt es vielleicht da raus. Also auch für euch, Leute. Aber ich habe das Problem, dass wir hier gerade gar nicht weiterkommen. Okay, lol. Warum nicht? Ja, es fehlen Schlüssel und ich finde die Schlüssel nicht. Okay. Ich finde die Schlüssel nicht. Ach Mann, jetzt hat mich diese Katze auch noch erwischt. Ach Danja, was ist denn heute wieder los? Ach Mann, ich weiß es doch auch nicht. Ich kann doch auch nicht dafür. Oh, jetzt wurde ich auch erwischt. Ja, toll. Okay, Leute. Also hierzu fällt mir jetzt auch nichts mehr ein, muss ich sagen. Talking Ben macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Solltet ihr definitiv auch mal zocken. Werden wir vielleicht auch nochmal weiter zocken, wenn jetzt wieder neue Chapter dazukommen. Aber im Endeffekt ist es das Piggy-Prinzip hier, ne? Aber mit einer Geschichte um Ben. Und Talking Tom und auch Angela, glaube ich. Leute, wenn es euch gefallen hat, gerne abonnieren, kommentieren und die Glocke aktivieren. Und dann, ja? Tschüss! Sollten wir zusehen, dass wir nicht gesperrt werden, ne? Ja, ey, wirklich. Alter Vater. Tschö! Tschö!